Herzlich willkommen im Sportsmann auf meinem Kanal. Ich begrüße Sie recht herzlich jetzt noch weiter. Und Wolf-Transporte, ja, ich hoffe, geht's euch gut. Ist jetzt alle gut drauf und ich hab's bis jetzt eine geile Zeit gehabt. Und wir befinden uns jetzt auf die letzten 286 Kilometer in Richtung Metz. Am Mittwoch früh um 1 Uhr. Ich habe hier gut geschlafen. Also, ein Stabhochmitarbeiter hat einmal, ist dann vorbeigekommen und hat einmal gefragt, ob ich mal helfen kann. Der Panne haben, da habe ich gesagt, nein, ich habe keine Fahrzeit mehr. Da hat er gesagt, ja, okay, passt, davon, dass ich wegfahre. Da habe ich gesagt, um was in der Früh, da hat er gesagt, ja, passt gut. Ab 6 Uhr von Berner die Lastung wieder. Da sind zwar schon ein paar Lastungen vorbeigefahren, aber sei es drum, hat er gesagt, sei es drum. Bin ich gut hinten gestanden. Er hat gesagt, sollte ich nicht rauskommen, der Nachtwächter ist da, dann kriegen wir uns hier mit dem Radlader raus. Aber er ist gut befestigt gewesen. So. Grüße gehen natürlich raus an meine Sportsfreunde, an die Großen und die Kleinen, an die neu dazugekommenen und die Veteranen. Schön, dass ich hier den Weg zu mir in die Wolf-Transporte gefunden habe und ich hoffe, ich kann euch ein bisschen mit den Let's Play unterhalten. Genauso wie Grüße rausgehend an meine YouTube-Kollegen, an erster Linie an meinen Freund, Mentor hier auf YouTube, dem Meister der Classic Trucks, an Tracker Andal, an JJ on Tour, an Maisie on the Road, an Micha von der ETL auf Achse, an Amon M. Punkt, an Harry de Jong, an Stefan on the Road, an Maisie on the Road, an den Badora, an die Spieltanne, an die virtuellen Trucker Stories und die ganzen anderen lieben Kollegen, die was bei mir in der Kanal-Infolisten verlinkt sind. Schaut mal bei den Jungs vorbei. Die machen alle geile Videos, machen alle geile Projekte. Hinterlasst einen Daumen nach oben, ein nettes Kommentar würde mir und meinen Kollegen für den YouTube-Algorithmus helfen. Und wenn es euch ganz gut gefallen hat, dann eben wäre uns eine Freude, wenn wir ihn als Abonnenten hier begrüßen dürften. Weil ein Abo ist kostenlos, schmerzlos und wenn es die Glocken aktiviert, könnt ihr noch alles mitkriegen, was hier so auf die Kanäle stattfindet bei dem Sportsfreunde. So, 19 Uhr. Ah, 6 Uhr, sagen wir 30 sind wir mal hinten, weil rechnen wir mal Immer geradeaus. Ampeln ein bisschen mit. Rechnen wir die Ampeln ein bisschen mit. Ja, dass ich in der Woche wieder so weit miteinander komme, hätte ich jetzt auch nicht gemeint. Überlegt, das beschränkt sich ein bisschen Zürich, Innsbruck, Salzburg oder Klagenfurt und da wieder zurück Wien. Aber es treibt, wir sind halt Fernfahrer, es treibt uns halt in die Ferne, gell? Wir kennen halt Toni Donast. Na, wenn wir jetzt vom Metz was zurückgekriegt haben nach Österreich, nach Innsbruck oder Schwarzwald, jetzt schon so, nach Salzburg, dann sind wir am Donnerstag drüben. Außer wir kriegen irgendwie auch noch ein kurzes Angebot, dass wir dem Fluss des Geldes folgen Links, links können. abbiegen. Dann sind wir auch froh drum. Biege nach links ab. Es ist so ein bisschen auffällig, wenn man jetzt so im Nahverkehr fährt. Zwei Ladungen, also eine Ladung bleibt uns, eine Ladung
Da haben wir ein Defizit. Das heißt, ich muss jetzt, wenn ich da jetzt das ein bisschen effektiver machen möchte mit den beiden Touren, muss ich mal einen anderen gebrauchten LKW organisieren. Das heißt aber jetzt wiederum, ich muss wieder heim, also ich muss wieder irgendwie nach Innsbruck kommen, dass ich mit der Bank verhandelt. Weil mit meinem Bankvertreter muss ich verhandeln. Dann muss ich schauen, dass ich den einen dort erwische, meinen Zug, der was bei mir fahren wollte, ob das im Ernst ist. Na, schauen wir mal. Aber zuerst braucht man den Vertrag von Eurogodis. Weil dann haben wir auch etwas bei der Bank, wo wir sagen können, hey, können Sie uns noch ein bisschen Kohle geben, damit dass ich ein bisschen aufstocken kann, weil ich habe jetzt einen Vertrag und ich könnte meinen Gedankengang verfolgen, oder? Bei Ladungen kriegen wir ja. Das ist ja. Und wir müssen ja schauen, dass wir einen gebrauchten Laster auf der Treppe. Nein, können wir uns das noch nicht leisten. Und dann brauchen wir ein paar Partner. Umso mehr Partner, das wir haben. Umso, glaube ich, umso besser stehen wir dann bei der Bank da. Da sind wir nämlich mit Aufträgen abgesichert. Ja, so werden wir das machen. Schauen, dass wir jetzt Aufträge kriegen. Haben wir denn nur an Restzeit? 8 Stunden, das geht sich leicht aus. Aber wir brauchen was von Frankreich wieder herüber. Warum? Weil ja in Deutschland der Sprit billiger ist, glaube ich, als wir in Deutschland kostet er 1,70 und ich glaube in Frankreich sind wir da weit über 1,80 drüber. Schau, 55, wir kommen der Sache schon näher. Da werden wir uns entschuldigen müssen, wenn wir
aber da nicht zum Gespräch gekommen. Ich glaube nicht, dass da der, dass jemand da von den Chefitäten schon da ist, wenn wir dann drüben im Netz sind. Wir sehen nichts los. Aber dafür wieder eine Mautstation. Ja, es ist Frankreich. Es ist Frankreich. Kein Telepassgerät, also vom Motor einer. Halt. Es muss einer darum kümmern, wenn wir uns Ihr da müsst einen rechts Telepass abbiegen. kriegen. Biege nach rechts ab. Das werden jetzt die 11 Euro sein. Wieder, so wie beim letzten Mal. In der letzten Woche bin ich doch da angefahren. Achso, da bin ich seit 10 nicht dabei gewesen. Auf die Karten schauen. Ja, das ist ja da. Da sind wir ja da aufgefallen. Das müsste das gewesen sein. Jetzt die Woche ist eh bis daher und dann, wenn wir nach Brüssel gefahren sind. Das haben wir jetzt nicht gesehen. Ja, genau, 11 Euro sind es gewesen. Ja, gut, 11 Euro, das können wir jetzt auf den Ding verkraften. Bedankt haben wir ja in Nürnberg. Bank ist halb voll. So müssen wir es eigentlich ganz leicht zurückgeschaffen. Wieder in Richtung Deutschland. Außer wir haben was anderes. Rechts halten und dann Ausfahrt rechts nehmen. Nimm die Ausfahrt rechts. Immer geradeaus. Bitte rechts halten.
Mach mal doch, Helga. Bitte links halten. So. Ich bin echt gespannt, wenn ich ins Schloss renne. Was jetzt zum Song? Bitte links halten. Aufgeregt, dir was, Kind. Also, ich meine, du müsstest jetzt mich von zerrüsten. Ist das Waggon? 17 Kilometer noch. Das erinnert mich so an eine Real-Life-Story von mir. Ich bin früher ins Grenzgebiet Frankreich gefahren. Ist halt nördlich herum, Rechts halten und wo dann du vor Ausfahrt England rechts rüberkommst, nehmen. da ja meine Kollegen Auflieger tauscht. Nimm die Ausfahrt rechts. Da sind wir so Biege gefahren, nach dass ich rechts wieder ab. zurückgefahren habe können mit der Fahrzeit, also aus Frankreich raus. Und meine Kollegen wieder zurück zur Fähre. Rechts halten und dann Das wäre rechts ein bisschen abbiegen. eine schwierige Sache in Frankreich gewesen. Biege nach rechts ab. Da haben wir extra die Auflieger gehabt, die wo sie extra nicht gewaschen worden sind. Biege nach links ab. So, jetzt machen wir uns einmal eine Anmeldung und dann sehen wir uns gleich wieder mal im Spaßwende. Hier. Oh, weil im Spaßwende Papiere habe. Sojamilch ist geladen. Geht's auf Richtung Bern. Unterhaltung haben wir auch gehabt. Das Frühstück haben wir gehabt. Ich habe nicht einmal beim Auf- und beim Abladen helfen müssen. Kein Plan, gar nichts. Haben sie alles selber gemacht. Haben sie alles selber gemacht. Biege nach rechts ab. Den Chef da habe ich ganz gut geredet. Gut Deutsch können. Biege nach Und links der ab. hat gesagt, sobald ich in Innsbruck bin, werden wir da einen Vertrag aufsetzen, dass wir für den Euro Godis fix als Frächter frachten können. Ich finde die gut. Ich finde die absolut gut. Nein, im Sportsrende. Bitte Aber rechts noch haben wir halten. den Vertrag nicht. Er ist noch nicht unterschrieben. Er hat ihm nur gesagt, dass ich ihm, dadurch, dass ich ihm österreichischer Frächter bin, ist Innsbruck für mich zuständig. Ist was fix ist, ich kriege einen fixen Ansprechpartner. Da seid ihr jetzt gefragt, wer will es sein? Wer will es sein?
Ansprechpartner. Jetzt haben wir. Ist jetzt die 10. Fracht, was wir wegführen von Eurogodis und die 11. Fracht, was wir bringen. Da kriegen wir jetzt 638 Euro für die Fracht. Die werden nicht bleiben, weil ich schätze mal, der Schweiz wird es danken ziemlich teuer sein. Wir müssen halt da jetzt bei der nächsten Gelegenheit ausfahren und dann hier in Frankreich danken. Aber wir sind schon mal wieder auf dem Weg Richtung Heimat. Das ist schon mal das Entscheidende. Silvester steht vor, also in-game Silvester steht vor der Tür. Dann haben wir uns eigentlich bewiesen im Jahr 2023 in-game. Jetzt wisst ihr, was ich meine. Dann wahrscheinlich im Jahr 2024 dann mit den Euro-Godis losstarten. Ich bin eigentlich, was ich da an Maut da zahle. Also soll ich das realistische Fensterkissen aufmachen. Also wir werden es jetzt wieder so machen, also in der letzten Folge, ich habe mir da wieder einen Wegpunkt ausgesucht, das ist halt wieder zufällig, der Strabkoch. Da werden wir dann schauen, dass wenn es Park genug ist, dass wir uns da hinstellen und dann werden wir da wieder nächtigen und dann rutschen wir auch hier auf Bern. Wieder in der nächsten Folge, wieder bei der Nacht. Den 30.000er haben wir schon, ja. 82 Kilometer haben wir schon knackt. Jetzt muss ich da die noch einmal schreiben, Sprachnachricht schicken. Rechts halten und dann Ausfahrt rechts nehmen. Aber dann für mich, ob er dann so ausschaut, weil ich jetzt da wenn mehr Aufträge kriege. Wie so ein 2 Lastwagen. Demnächst links abbiegen. Biege nach links ab. Ich schmied schon wieder große Pläne. Das merkst du, oder? Weil ich zurück bin.
ist die Spur. Delibas. Bamberg von Delibas. €10 möchten Sie von uns Karten. So. Jetzt aufgekurbeln. Weiter geht's. Schönen Zahnrohr suchen. Demnächst links abbiegen. Biege nach links. Die Restzeit der 20 Stunden geht sehr leicht aus. Es geht sehr leicht aus. Jetzt müssen wir schon gar durchfahren. Ich sehe zu wenig Sprit, dass wir da haben. Ja, Parkplätze und Tankstellen, das müssen wir ein bisschen mehr einbringen in die Spur. Sei Mittwoch Nacht. Jetzt müssen Sie schon aus 10 Stunden. Bis dann aus der Zeit 20 Stunden. 10 Uhr schlafen wir. Ich hatte zu kurzen auf 9. Demnächst rechts abbiegen. Die ist doch gerade der Motor schon genommen. Biege nach rechts ab. Halten wir nicht. Muss ja an der Fuß ja nicht parken, wahrscheinlich. Gehsteig und Balken ist jetzt auch nicht, gell, das war ich, sag jetzt einmal. Wenigstens der Fake-Tank steht aber. Jetzt muss ich halt ein bisschen schauen. Die Schweiz über. Über die in die Schweiz überarbeitet und die nichts mitkriegt.
Kraftstofftank nicht auf. Oder irgendwo dann noch ein Tankstück. Die ist da herum. Die schafft man nicht mehr. Die schafft man nicht mehr von der Fahrzeit her. Ah, super, jetzt muss ich ringen, Arno. Wahrscheinlich werden wir einen Service-Wurm brauchen. Ah ja, der ist ein Gesparring-Ding, gell? Schau, da ist die Straße parken. Neu berechnen. So, meine Sportsfreunde, das war's für die Folge. Ich hoffe, ich habe ein bisschen Spaß gehabt beim Zuschauen. Wenn ja, würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen, über das eine oder andere Kommentar. Würde mich natürlich auch freuen, wer Lust und Laune hat, da kann ich gerne abonnieren, die Glocke aktivieren, so dass wenn es hier aus den Wolftransporten weitergeht, wichs mein neues Versandwert und dann wünsche ich nur bis zum nächsten Mal einen schönen Tag, einen schönen Abend, eine schöne Nacht. Einen wunderschönen guten Morgen, lieber Sportsfreund, liebe Sportsfreundin. Je nachdem, wann du dir hier dieses Video schaust, vergesst mal meinen Leitspruch nicht. Respekt kommt vom Wort respektieren. In diesem Sinne, bleibt mir gewogen, vor allem meine Sportsfreunde, das ist viel wichtiger. Bleibt mir gesund, bis zum nächsten Mal, euer HB. Servus!